herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tinas Home & Garden. Heute geht es weiter mit der Osterbepflanzung bzw. Frühlingsblüherbepflanzung. Ja, ich habe euch ja in der ersten Folge schon erzählt, meine Leidenschaft gilt den Körben. Hier habe ich wieder zwei Körbe. Der letzte Korb, den ich hatte, der war etwas größer. Die hier haben einen kleineren Durchmesser, das ist so ein Dreier-Set. Und ihr wisst ja, ich werde immer unterstützt von der lieben Sandra Urgiebel, und da gibt es dieses Dreier-Korbset oder auch einzeln. So, dann wisst ihr auch, woher ich meine Sachen habe. Jetzt, dann will ich gleich mal starten. Ich habe hier Muscari, ich liebe Muscari, allerdings wieder in Weiß, die gibt es ja auch in Blau, ist überhaupt gar kein Thema, für jeden, jeder hat einen anderen Farbgeschmack. Ich werde immer wieder gefragt, weil ich auch oft eben auch wie bei den Hyazinthen die Knolle an sich selber nehme, auch die Wurzeln oder Erde wegmache und die in Gläser setze zum Beispiel. Also die müssen nicht wirklich gegossen werden. Also wenn ihr jetzt diese Pflanzschalen zum Beispiel überdacht wo stehen habt, müsst ihr hier keine Löcher reinschneiden, dass das Wasser abfließen kann. Wenn ihr allerdings die Pflanzen natürlich an einer unüberdachten Stelle stehen habt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier wieder Löcher vorab reinzumachen. Meine Pflanzen stehen jetzt hier überdacht. Ich werde die bei mir vorne dekorieren. Daher mache ich jetzt keine Löcher rein, weil ich die auch nicht gießen muss. Also die bleiben jetzt da so drin, wie sie sind. Und ja, wenn sie verblüht sind, nimmt man sie einfach raus und kann sie schön in den Garten setzen. Aber das zeige ich euch auch noch alles, wenn es dann soweit ist. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich würde jetzt als allererstes mal meine Hyazinthen einpflanzen, beziehungsweise einpflanzen, hier reinsetzen. Ihr wisst ja, ich bin kein Profi, aber mir geht es einfach um die Inspirationen, die ich euch hier so ein bisschen zeigen kann. Und freue mich natürlich, wenn ihr die auch umsetzt. Und ja, dann starten wir einfach mal mit den Hyazinthen. Ja, als kleine Anmerkung vielleicht, wenn ich zum Beispiel zum Einkaufen gehe, jetzt Pflanzen kaufe und ich will diese Schale hier bepflanzen, dann nehme ich meistens als erstes schon diese Schale, setze mir hier beim Kauf schon diese Pflanzen rein und sehe ungefähr, wie viel ich brauche für so einen Korb, für eine Schale oder wo auch immer ich es reinpflanzen möchte. Oder nehme sogar zum Einkaufen auch meine bereits vorhandenen Pflanzgefäße mit und schaue einfach, wie viel passt da rein, weil es ist ja ärgerlich, wenn man dann zu Hause ist und hat einfach nur die Hälfte an Pflanzen oder hat zu viel. Also wie gesagt, wobei zu viel Pflanzen kann man nie haben. Ich nehme es immer schon her beim Einkauf, setze es rein und dann weiß ich ungefähr, wie viel Pflanzen ich benötige. So, das letzte Mal habe ich euch ja bei der ersten Folge, habe ich euch ja auch gezeigt, ich tue meine Erde immer hier in einen Kübel schon vorab. Dann tue ich mir einfach leichter mit dem Bepflanzen und muss nicht immer hier diese Säcke raufheben. Nein, also wie gesagt, ich mache es hier immer schnell in einen kleinen Kübel, fülle das hier so ein, je nach Gefühl. So, streiche das schön. Wie gesagt, wieder einfach. Nehmt ein bisschen bessere Erde, ihr habt einfach mehr Freude an den Pflanzen, weil einfach schon die Nährstoffe drin sind und ja, einfach die Pflanzen besser ausschauen und ein besseres Wachstum dann haben. Dann nehme ich meine Hyazinthen, stelle die da schön drauf, schaue das am Rand einfach. Bei den Hyazinthen geht es wirklich eigentlich um die Optik jetzt. Also wie gesagt, die holen sich ja ihre Nährstoffe eigentlich alles aus ihrer Knolle. So, dann machen wir weiter. Für mich ist dann einfach Hyazinthen die absoluten, ja, Frühlingsblumen und einfach, ja, die verbreiten, finde ich, schon viel Freude und ja. So, dann machen wir die da schön nebeneinander alle. Das macht gar nichts, ihr könnt die wirklich dicht an dicht auch hier setzen. Absolut in Ordnung. Es gibt Pflanzen, bei denen geht das natürlich nicht, aber hier ist das absolut in Ordnung. Ja, und wenn ihr immer Stimmen und sowas hier im Hintergrund hört, ich wohne ja mitten am Land, gell, und da ist natürlich auch immer hier Action angesagt. Ich bin in keinem Studio. Wie gesagt, bei mir ist alles ja, zu Hause. So, und dann setzen wir die vierte hier noch rein. So, und jetzt sehe ich einfach, okay, fehlt mir ein bisschen Erde, damit es einfach schön ausschaut. Dann habe ich hier meinen Kübel. Fülle einfach schön mit der Erde alle Eckerl hier auf, damit das einfach auch noch was ausschaut. So, und dann ist das eigentlich schon wieder erledigt und fertig. So schnell ist wirklich eine einfach schnelle ja, Frühlingsblüher-Pflanzschale, die man jetzt österlich noch aufdekorieren kann. Gerne auch mit Moos. Also hier würde ich sogar auch Moos verwenden. Ja, jetzt peppen wir die Schale noch ein bisschen auf. Ich habe hier zwei kleine Hasenstecker. Da habe ich das unten hier schon abgebrochen. Die gibt es auch bei der Sandra im Online-Shop oder direkt im Gartenmarkt bei ihr. Für mich ist es immer wichtig, wie gesagt, dass
ihr die Sachen schnell und einfach unkompliziert nachmachen könnt. Es bringt ja nichts, wenn man ewig an so einer Sache herumsteht. Es ist jetzt kein Hexenwerk. Ich will euch einfach nur ein paar Inspirationen liefern. Und ja, jetzt habe ich hier noch diese kleinen Wachteleier, die einfach immer ein bisschen hier verteilen. Und müsst ein bisschen aufpassen, die brechen schnell. Hier ist mir schon eine gebrochen jetzt. Aber ich finde es nicht schlimm, man kann auch eine gebrochene reinlegen. Das ist die andere Schale, was ich gar nicht so schlimm finde. Ja, einfach ein bisschen hier verteilen. Ja, und fertig ist eine ganz unkomplizierte, schnelle Osterbepflanzung. Ja, also ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Meine Sachen gibt es alle bei Urgiebel im Shop. Und wenn ihr wieder mit dabei seid, freue ich mich natürlich. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Also bis dann, Servus.